Susanne, hat sich der Flüchtige wieder gemeldet? Was ist mit der Chefin? Der ruft jede halbe Stunde an. Er scheint extrem nervös zu sein. Ich mache mir echt Sorgen um die Chefin. Er wird sich gleich wieder melden. Wenn man vom Teufel spricht. Ich gehe ran. Kripo Autobahn, Chris Ritter. Habt ihr meinen Bruder gefunden? Ja, der ist bei uns. Wir haben sogar den Täter, der ihn umbringen wollte. Mutmaßlich ist er auch der Mörder eures Partners auf dem Parkplatz. Hat er gestanden? Nein, hat er nicht. Trotzdem solltest du jetzt aufgeben. Stell dich und lass unsere Chefin frei. Wir werden deine Unschuld beweisen. Ihr könnt mir viel erzählen. Solange meine Unschuld nicht bewiesen ist, werde ich nicht aufgeben. Gebt meinem Bruder einen unauffälligen Wagen und er soll zur stolzen Jenny kommen. Er weiß, was ich damit meine. Keine Sender, Wanzen oder andere Tricks, verstanden? Ich habe immer noch eure Chefin bei mir. Aufgelegt. Na, dann müssen wir wohl oder übel mitspielen. Und unauffällig folgen? Unsichtbar sozusagen. Verloren. Sieh mal, Chris, da steht der Wagen. Und die Chefin. Chefin, geht's Ihnen gut? Ja, alles in Ordnung. Die beiden sind in einen anderen Wagen gestiegen und haben mich hier zurückgelassen. Wir geben gleich eine Fahndung raus. Die beiden haben mit der Fähre übergesetzt. Vielleicht holt ihr sie über die Brücke noch ein. Ich lass mich hier abholen. Cobra 9 an Cobra 11. Der gesuchte Wagen ist uns auf der Stadtautobahn Richtung Innenstadt entgegengekommen. Cobra 11, der Wagen ist am Parkhaus Richtung Stadion abgebogen. Cobra 11, wir waren dran. Haben ihn leider am Bahnübergang verloren.
Glückwunsch, meine Herren. Den Fall können wir schon ad acta legen. Der Täter hat inzwischen gestanden und die Brüder kommen mit einem blauen Auge davon. Was war das Motiv? Er ist ein Mitarbeiter der Konkurrenz, der das junge Unternehmen aus dem Weg räumen wollte, um seinen Arbeitsplatz zu sichern. Seine Stimme ist auch auf dem Anrufbeantworter. Also hat das Opfer absichtlich erst in der Firma angerufen, weil er wusste, dass niemand dort ist und der AB alles aufzeichnen würde. Sein Partner hat aber leider nur die SMS bekommen und ist zum Parkplatz gefahren. Der Täter wollte ihm so den Mord in die Schuhe schieben. Und dass ich das nicht vergesse. Danke, dass das gut ausgegangen ist.